Und Christoph hat schon gesagt, wir gehen weiter in unserer Predigtserie. Ihr seht hier nochmal das wunderbare Bild hier hinter mir, das wir da ausgesucht haben, befähigt durch den Heiligen Geist. Und mir gefällt vor allem der Untertitel auch, über uns hinaus. Das hast du auch schon gesagt, Christoph, weil Befähigung des Heiligen Geistes ist nicht nur zum Selbstzweck. Das geht nicht nur um uns, sondern es geht vor allem über uns hinaus, leben zu können. Und das ist auch der Wunsch von Jesus. Der möchte nicht, dass wir uns ständig um uns selber drehen, sondern er möchte, dass wir für ihn in dieser Welt leben und ein Hoffnungsträger sind. Ganz wichtig, Hoffnungsträger, das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung. Und auch deine Berufung. Unsere Berufung, Hoffnungsträger zu sein. Und das Schöne bei Gott ist, dass er uns nicht nur einfach Berufung und Verantwortung überträgt, sondern dass er uns gleichzeitig auch befähigt. Das ist einfach fantastisch bei Gott. Und der Christoph hat uns vor 2 Wochen, als wir eingestiegen sind in die Predigtserie, schon an diesen Vers, diesen Jahresvers erinnert, in Römer 15, 13, jetzt in Kurzform von mir. Da heißt es nämlich, Gott die Quelle aller Hoffnung befähigt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes mit einer unerschütterlichen Hoffnung. Ich habe es jetzt mal gekürzt. Aber Gott, die Quelle aller Hoffnung, befähigt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes mit einer unerschütterlichen Hoffnung. Deshalb können wir Hoffnungsträger sein, weil wir befähigt sind. Und diese Befähigung vom Heiligen Geist, wie ich es gerade erwähnt habe, mit dieser unerschütterlichen Hoffnung, das ist eine von seinen Befähigungen. Er befähigt uns noch auf eine ganz, ganz vielfältige Weise. Und Befähigung von Gott ist nicht nur einfach eine Einladung oder lediglich sein Wunsch ist es, das zu tun. Sondern wenn wir in die Bibel reinschauen, dann heißt es, wir können unser Leben mit Gott nicht leben, ohne den Heiligen Geist und von ihm befähigt zu werden. Nicht möglich. Wir reden also nicht nur um eine nette Einladung oder einen Wunsch von Gott und wir können es mal überlegen, ob wir dem nachkommen. Nein, wir brauchen das für unser Leben. Du brauchst es für dein Leben mit Gott. Befähigung vom Heiligen Geist. Und das gilt nicht nur für dich und mich, das galt auch für Jesus. Ja, wir wissen das, bevor er angefangen hat mit seinem öffentlichen Wirken. Bei der Taufe kam der Heilige Geist und dann heißt es im Vers danach, Lukas 4,1 heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste 40 Tage geführt. Geführt, geleitet, befähigt in dieser Zeit von den 40 Tagen. Und dann darüber hinaus und darüber hinaus und darüber hinaus. Und an Jesus, da sehen wir, wie funktioniert das? Ein Leben mit dem Heiligen Geist und befähigt vom Heiligen Geist. Und ich finde es so spannend, auch in der Bibel heißt mal, dass Jesus nicht nur ein bissle, so schwäbische bissle, ein bissle Heiligen Geist bekommen hat, sondern ein volles Maß an Heiligen Geist, unbegrenzter Fülle an Heiligen Geist. Und genau diese gleiche unbegrenzte Fülle an Heiligen Geist und auch an dieser Befähigung möchte Jesus uns geben. Und Christoph hatte auch schon gesagt, damals hat Jesus ja seine Jünger mit einbezogen, hey, wisst ihr, ich gehe jetzt weg und dann kommt einer. Und das war eher fragend für die Jünger. Die fanden das, Jesus, nicht gerade die beste Idee, die du hast. Warum willst du denn gehen? Kann es denn etwas Besseres geben, Jesus, als dass wir dich bei uns haben? Und Jesus sagte, ja, es gibt was Besseres. Es gibt was Besseres. Nicht nur, dass ich bei euch bin, sondern dass Gott in euch ist und die Kraft Gottes durch euch wirkt. Das ist besser und deshalb muss ich gehen. Es gibt ein faszinierendes Gespräch, das wir in der Bibel finden, auch Jesus mit seinen Jüngern. Das habe ich jetzt, weil es Befähigung des Heiligen Geistes ja auch eines unserer Themen dieses Jahr ist. Dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, das hat mich jetzt ein paar Mal bewegt. Das finden wir in Johannes 16.
Und das sagt Jesus, und das finde ich so cool zu seinen Jungs. Ich hätte euch noch viel zu sagen. Ihr seid jetzt 3 Jahre mit mir unterwegs und ich hätte euch noch so viel zu sagen. Aber ich weiß, ihr werdet total überfordert. Ihr werdet total überfordert. Und dann geht's weiter und dann heißt es doch. Doch wenn der Helfer kommt. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, heißt es da, wird er nicht aus sich selbst, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, heißt das, sorry. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, heißt es da, empfängt er von mir. Und dann Klammer auf, Zusatz, Basti. Und das, was ich dem Heiligen Geist sage, das habe ich gerade auch von meinem Vater übrigens gehört. Und da merken wir, wie das zusammenspielt, diese Dreieinigkeit. Was für ein interessanter Vers. Kann ich jetzt gar nicht näher eingehen oder Gespräch? Vielleicht 2 Anmerkungen dazu. Erstens, ich weiß nicht, ob ich habe es jetzt nicht gehighlightet. 9-mal. So, 9-mal ist er hier erwähnt. Und vielleicht für alle, die neu im Glauben sind und mit Jesus unterwegs sind, der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine Kraft, nicht nur einfach eine Macht, sondern er ist eine Person, die wir kennenlernen dürfen, mit der wir reden dürfen. Und das Zweite, was ich kurz nochmal sagen will aufgrund des Verses, ist, dass Gott tatsächlich spricht durch den Heiligen Geist. Und er schenkt uns, und das einfach mal wahrnehmen, er schenkt uns, das Erste ist ja ein volles Verständnis der Wahrheit. Wow. Volles Verständnis der Wahrheit. Er redet über zukünftige Dinge. Und er offenbart uns immer wieder, wie herrlich Jesus ist. Richtig cool. Richtig cool. Ich dachte, ich lege das nur mal rein, dass wir so ein bisschen auch eine Spur kriegen, wenn Gott spricht, was sind denn so seine Themen? Ich habe gerade schon gesagt, der Heilige Geist befähigt uns ja auf eine unglaubliche Art und Weise, ganz vielfältig, unterschiedlich. Ich habe euch da mal eine Liste so ganz kurz nur zusammengestellt. Er bestätigt unsere Identität und Berufung. Er formt uns um. Er schenkt uns seine Frucht, die Frucht des Geistes. Er vertraut uns seine Gaben an. Er führt uns, er lehrt uns und erinnert uns. Er zeigt uns die Wünsche und den Willen Gottes. Und wir könnten jetzt ganz lange weitermachen, was der Heilige Geist tut, wie er uns befähigt. Und ich dachte, wow, wenn das die Realität ist, ich möchte mich von dem Heiligen Geist abhängig machen. Ich möchte mich von ihm abhängig machen. Ich möchte nicht alleine leben und irgendwie denken, ich kriege das irgendwie alles alleine hin, ohne ihn. Und jeder einzelne Punkt, den ihr hier auf der Folie seht, das ist ja ein riesiges Thema, wer jeder einzelne Punkt in sich. Und ich möchte heute mit euch, und es klang auch schon ein bisschen raus durch den Lobpreis, auch das, was der Christoph gesagt hat, über einen Punkt sprechen, wie uns der Heilige Geist grundlegend befähigt für alle diese Sachen. Und eine Sache, die grundlegend ist in seiner Befähigung, ist, dass wir Gottes Stimme hören können. Du und ich, wir können Gottes Stimme hören. Und das ist wirklich die Basis für unser Leben mit ihm. Das ist auch der Startpunkt für uns als Hoffnungsträger, seine Stimme zu hören. Seine Stimme hören. Und also mir fallen da gleich einige Bibelstellen ein und ich möchte euch mit in eine Bibelstelle hineinnehmen, die Johannes aufgeschrieben hat, in Johannes 10. Da bezeichnet sich Jesus selbst als der gute Hirte. Und er sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie.
und sie folgen mir. Ist gigantisch, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal liest man sowas drüber oder ach, der gute Hirte. Ja. Habe ich schon 5-mal gehört. Oder 15-mal. Aber diesen Vers zu hören und sagen, wow, meine Schafe hören meine Stimme. Wir können das Reden von Jesus wahrnehmen und hören. Was für ein gigantisches Vorrecht. Und wisst ihr was? Wir können es nicht nur, sondern wir brauchen es. Stimme Gottes zu hören ist lebensnotwendig. Wisst ihr warum? Weil der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern täglich auch vom Wort Gottes. Ich weiß nicht, was du heute Morgen gefrühstückt hast, ob du gefrühstückt hast, aber ich bin mir sicher, du wirst heute noch essen. Und so wie wir jeden Tag essen, brauchen wir jeden Tag dieses Reden Gottes, dieses Wort Gottes in unserem Leben. Und während ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir so die Frage gestellt, wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich täglich diese Nahrung ganz bewusst aufnehmen würde, wenn ich Gott mehr wahrnehmen, sein Reden mehr hören würde. Wie würde mein Leben aussehen? Wie würde unser aller Leben aussehen, wenn wir dieses Hören, was Jesus uns anbietet, was wir brauchen, wenn wir das ernst nehmen und das zu einem Lebensstil wird in unserem Leben? Wie würde unser Leben aussehen? Wenn ich das höre auch, ich sehne mich danach, seine Stimme zu hören. Ich möchte jemand sein, der seine Stimme hört. Jeder Mensch kann Gottes Stimme hören. Jeder Mensch kann Gottes Stimme hören. Das ist eine Fähigkeit, wenn man in die Bibel reinguckt, eine Fähigkeit, die wir nie verloren haben. Alle. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du denkst, hopp, vielleicht gilt es nicht für mich, möchte ich sagen, auch du kannst Gottes Stimme hören. Und ich möchte sagen, wenn du heute Morgen irgendetwas hörst, dann verschließ dein Herz bitte nicht. Verschließ dein Herz nicht. Lass es zu, dass er zu dir spricht und vertraue ihm. Vertraue seiner Stimme. Hier so Hirte, Schafe. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt nach ein paar Videos. Hab jetzt euch keins mitgebracht, aber da war so ein Video, da stand eben der Hirte oder da war eben die ganze Herde war eingezäunt. So wie hier unten heute Morgen als Schafe. Machen keine Blöckveranstaltung jetzt. Aber die unterschiedlichen Menschen standen an diesem Zaun und haben gerufen, hey Schafe, kommt her, halt irgendwie anders, so ungefähr. Und es ist nichts passiert. Es haben unterschiedliche Leute gemacht, dann ist der Schäfer hingekommen. Er hat nur ein Wort gerufen und die Schafe sind gekommen. Das ist unglaublich. Müsst ihr mal googeln. Ein anderes YouTube-Video, da hat der Hirte hat so ein Selfie gemacht, der ist dann rumgelaufen und hinter ihm sind seine Schafe. Einfach gelaufen. Er hat gesagt, guckt, so funktioniert es. Die hören alle meine Stimme. Und er sagt, das funktioniert nicht bei fremden Schafen. Schafe, die nicht zu mir gehören, die hören zwar meine Stimme, aber die laufen nicht hinter mir her. Und was dann interessant war, hat er gesagt, wenn er ein neues Schaf hat, muss sich das ein bisschen orientieren an den anderen Schafen, um zu lernen, meine Stimme zu hören. Das fand ich ein ganz, ganz spannender Punkt auch, den er da gesagt hat, dieser Hirte. Und unser Oberhirte Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Lass es uns nochmal auf uns wirken. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Dieser Vers, der enthält ja
drei ganz einfache Dinge, die unser Leben bestimmen. Das erste ist seine Stimme hören. Das zweite ist, er kennt uns. Und das dritte, sie folgen mir. Und kennen ist so ein spannendes Wort. Da geht es ja nicht nur um Information, sondern kennen aufgrund von Erfahrung, Erfahrungswissen, darum geht es. Bei hören, wenn man das Wort auch hören in der Bibel lesen, dann ist es immer schön verbunden auch mit der Idee des Gehorsams, also des Gehorchens. Und bei Folgen beinhaltet es diesen Gedanken von andauernder Gemeinschaft. Das vielleicht nur als kurzen Impuls noch zu diesem Vers. Und ich möchte anhand dieser drei Punkte, kennen, hören, folgen, jetzt noch ein paar Gedanken mit euch mitteilen. Das allererste, kennen. Kennen, das ist, hat was mit, da geht es um etwas Beidseitiges. Dann kennt man sich. Das ist was Beidseitiges. Und das Schöne ist, dass Gott uns ja dich schon durch und durch kennt. Er kennt dich durch und durch und wir sind jetzt eingeladen, ihn kennenzulernen. Und darum geht es auch in unserem Leben. Johannes beschreibt es mal so. Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, diesen einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Und ich möchte ganz kurz heute Morgen an einem Punkt anhalten und der ist mir wichtig, weil ich möchte eine Frage stellen, eine ganz wichtige Frage. Und die Frage ist, was ist deine Motivation, die Stimme Gottes zu hören? Was ist deine Motivation, die Stimme Gottes zu hören? Und ich frage das deshalb, weil das so ein ganz entscheidender Startpunkt ist. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass wir jeden Tag, gibt es ja hunderte oder viele oder einige Anfragen, es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir treffen müssen jeden Tag. Und da ist es nur so nachvollziehbar doch auch, dass wir fragen, Jesus, kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte helfen? Und doch so selbstverständlich das auch ist, merke ich, wie wir oft in unserer eigenen kleinen Welt gefangen sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir sind in unserer eigenen kleinen Welt gefangen und Jesus, helf uns mal bitte. Ich muss hier was entscheiden. Und weil wir oft da drin gefangen sind, sehen wir nicht weiter. Wir sehen nicht weiter. Und ich finde es so spannend, weil ich habe da eine Stelle im Philipperbrief gefunden. Da sitzt Paulus nämlich gefangen im Gefängnis. Und er redet auch zu Gott oder schreibt in seinem Brief. Und das fand ich so eindrücklich, wo er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Was für ein schöner Vers, kann ich nicht näher drauf eingehen, aber was ich höre ist nicht, was vielleicht ich gebetet habe, Herr, bring mich hier raus, mach's gemütlicher oder angenehmer für mich. Und ich merke, wie dieses Gebet oder dieses Schreiben von Paulus sich nicht um Paulus dreht, sondern um Christus. Und das fand ich so spannend, weil es geht um diesen Wunsch, Gott zu kennen. Und habe ich auch diesen Wunsch? Ist das der Grund, warum ich ihn hören will? Weil das ist der erste Grund, warum wir Gottes Stimme hören sollten. Nicht für uns, sondern für Gott. Und ich glaube, es ist so wichtig, manchmal auch seine selbstsüchtigen Wünsche und Gedanken auf die Seite zu schieben und wirklich, wirklich Gott hören zu wollen. Weil das ist so diese entscheidende Frage. Hören wir Gott für uns oder hören wir ihn für ihn? Ich finde es so spannend. Hören wir Gott für uns oder hören wir ihn für ihn? Um ihn zu sehen. Um ihn zu erlauben, dass er sich in der Art und Weise offenbart, wie er das möchte und nicht, wie ich es will.
Und das Geheimnis ist und der Schlüssel ist, dass wir in der Art und Weise, wie er sich offenbart, dann auch Antworten finden für uns. Auch Reden hören für uns, wer wir sind und zu unserer Berufung, was wir machen sollen. Aber der Startpunkt ist er. Der Startpunkt ist er. Ich fand es so nett, weil der Christoph gesagt hat, hier so Jesus Majestät. Und angenommen, du hättest eine königliche Audienz. Stell dir das mal vor, ganz kurz, königliche Audienz. Und dann frag dich mal, wie viel würdest du reden und wie oft oder wie intensiv würdest du zuhören? Und ich glaube, wenn ich Jesus gegenüberstehen würde, und das ist ja dieses Vorrecht, was wir haben, wir können Jesus wahrnehmen. Ich glaube, ich würde ganz schön lieber meine Klappe halten und ihn reden lassen. Ihn reden lassen, der mich liebt, der mich vorherbestimmt hat, der wunderbare Pläne für mein Leben hat, der über mein Leben träumt. Er, der alle Macht hat im Himmel auf Erden, der das Universum in seiner Hand hält. Ich glaube, ich würde ihn lieber zuhören und sagen, hey, offenbar dich, rede zu mir. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte wissen, wer du bist und ihm nicht irgendwie was von mir erzählen, weil er kennt mich schon. Ja, genau. Also der Startpunkt, um Gottes Stimme zu hören, ist es, ihn zu kennen und ihn immer besser kennenlernen zu wollen. Das ist unser Startpunkt. Und wenn wir das tun, wenn wir ihn immer besser kennenlernen, dann wissen wir auch, was sein Wille ist. Das ist doch logisch, oder? Ich meine, Frau, die kenne ich jetzt schon, ja, kenne ich schon über 2 Jahrzehnte. Ich weiß, was sie möchte, weil ich sie kenne. Genau, und wir dürfen einfach lernen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Ich schicke euch, das hatte ich eigentlich noch, so ein wunderbares Zitat von C.S. Lewis. Das lernt er mal, weil der uns herausfordert in den Stimmen am Morgen. Gell, er beschreibt es so in seinem Zitat, wie, na jetzt lest ihr es alle, gell? Gut, also, ich lese es euch vor. In dem Moment, in dem sie jeden Morgen aufwachen. Heute Morgen aufgewacht? Ihr seid aufgewacht. In dem Moment, in dem du aufwachst, sagt er, stürzen sich all ihre Wünsche und Hoffnungen für den Tag auf sie wie wilde Tiere. Und die erste Aufgabe besteht jeden Morgen einfach darin, sie alle auf die Seite zu schieben und auf jene andere Stimme zu hören, jenen anderen Blickwinkel einzunehmen, jenes andere, größere, stärkere, stilleres Leben in sich hineinfließen zu lassen. Und so geht es den ganzen Tag über weiter. Es geht darum, zurückzutreten von all ihrem natürlichen Aufruhr und Herumgewirbel und dort hereinzukommen, wo sie vor dem Wind geschützt sind. Wow. Das zu lernen, die Stimme Gottes bei all dem Lärm zu hören. Und es beginnt mit der Sehnsucht, ihn besser kennenlernen zu wollen. Kennen. Das war das Erste. Das Zweite ist hören. Sie hören meine Stimme. Ich hatte vorher gerade vor dem Gottesdienst, haben wir kurz über unsere klassischen menschlichen Sinne gesprochen, so das Sehen und das Riechen und das Hören und das Fühlen. Und was die Sinne für unseren Körper sind und die Umwelt wahrzunehmen, so ist der Glaube, der Sinn, den wir brauchen, übertragen für unseren Geist, um Gott und sein Reden wahrzunehmen. Und das Reden Gottes oder wie wir ihn wahrnehmen können, das geht ja auf ganz unterschiedliche Weise. Wir haben über
Im Buch Joel haben wir ja gesprochen von diesem kurzen Abschnitt, wo es um und die Alten werden Träume haben und so weiter sehen. Und die Steffi hatte ja auch gerade ein Bild, während wir einen Lobpreis hatten. Und Lobpreis hat und so offenbart sich und redet tatsächlich Gott, gell, ganz auf unterschiedliche Weise. Wir sehen in Bildern, wir hören in Worten, wir spüren es auch manchmal in unseren Gefühlen, in unseren Inneren. Und was ich auch cool finde, ist, manchmal wissen wir es einfach. Ja, wir wissen einfach, dass jetzt Gott gerade was getan hat und gesprochen hat. Und ich finde es so cool, wie bunt Gott es macht. Und wir haben natürlich all unsere Präferenzen und können auch lernen, Gott in unterschiedlichen Arten und Weisen auch kennenzulernen. Und vielleicht zwei Punkte. Ich finde es manchmal erstaunlich, wie Gott redet und uns leitet und führt und wir es gar nicht wahrnehmen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, wir hören in Gemeinschaft. Meine Schafe, nicht mein Schaf, meine Schafe hören meine Stimme. Also das ist dieses Gemeinschaftliche auch da. Und wir hören ja alle unterschiedlich und ergänzen uns gegenseitig. Und das zu erlauben, weil das ist sogar angedacht von Gott, dass wir uns gegenseitig ergänzen, während wir seine Stimme hören. Und hören muss man lernen. Möchte euch noch einen Vers reinnehmen von Jakobus. Ein ganz spannenden Vers, hören muss man lernen, da heißt es in Jakobus 1, wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Warum? Da heißt es, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Hey, er teilt gerne aus, er redet gerne. Und dann heißt es weiter, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens, des Glaubens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Warum nicht in der Haltung des Zweiflers? Ist Zweifel nicht erlaubt? Und dann geht der Jakobus weiter und heißt es, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die von Wind aufgepeitscht, einmal hierher und dann wieder dorther getrieben wird, so hin und her. Das ist dieses Meereswogenbild dieses Zweiflers. Und auch hier vielleicht kurz zwei Anmerkungen. Einmal, ist es nicht cool, dass wir Jesus fragen dürfen, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Und wir kommen oft an unsere Grenzen. Vielleicht sollten wir uns öfters eingestehen, dass wir an unsere Grenzen sind und früher fragen. In dieser Haltung der Demut. Und dann zweitens, er lädt uns ein mit Vertrauen zu fragen und nicht mit Zweifeln. Und Zweifeln hat nicht damit zu tun, dass wir nicht darüber nachdenken sollen, was wir gehört haben, dass wir das nicht prüfen sollen, dass wir nicht nach Bestätigung fragen oder bitten sollen, sondern Zweifel bedeutet hier was anderes. Ein ganz spannendes Wort, könnte man auch, 11 Mal gibt es im Neuen Testament, könnte auch mit streiten oder urteilen, beurteilen übersetzen. Und was uns Jakobus da eigentlich sagen will mit dieser Stelle, was er hier zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir nicht nur eine Stimme hören, sondern dass es noch andere Stimmen gibt. Andere Stimmen, die wir wahrnehmen. Und die miteinander streiten, diese Stimmen. Und die uns manchmal richtig unsicher werden lassen. Ja, wer hat denn jetzt gesprochen? Und wenn wir überlegen, welche Stimmen können wir hören, dann ist es natürlich die Stimme Gottes, das haben wir gerade festgestellt. Aber es ist auch die Stimme des Teufels, die wir hören können. Und wisst ihr was? Unsere eigene Stimme. Die gibt's auch noch. Und manchmal fragen wir uns dann, ja, wer hat jetzt hier gesprochen? Ist das Gott? Bin das ich? Ist das vielleicht sogar vom Feind? Und ich möchte euch gern drei Fragen mitgeben, die total hilfreich sind, um zu bisschen herauszufinden, welche Stimme hat gerade gesprochen. Nur ein ganz einfaches Raster. Aber uns helfen drei Fragen, hier zu reifen und das einfach auch zu lernen, zu unterscheiden. Die erste Frage ist, was ist der Charakter der Stimme? Das zweite, was ist das Motiv der Stimme? Und das dritte, wie steht diese Stimme, das, was ich gehört habe, zum Wort Gottes? Und ich schicke euch das einfach, das, was ich jetzt zeige, ich schicke euch das zu. Wer keine E-Mails von mir ständig bekommt, der kann draußen gerne seine E-Mail-Adresse abgeben. Ich schicke dir das hier zu, da muss es nicht abfotografieren. Aber wie ist es denn bei Gott? Nur ganz kurz, gell? Seine Stimme, der Charakter, seine Stimme bringt Leben. Er spricht Gnade. Er ist ehrlich, aber sanft.
Steffi hat es auf eine wunderbare Art und Weise auch gesagt. Hey, Gott lädt uns ein, aber er baut keinen Druck auf. Weil so redet Gott nicht. Wir nehmen die Frucht des Geistes in seiner Stimme wahr. Wenn Gott redet, dann versucht er immer auch unsere Beziehung zu beschützen und zu bewahren. Und fördert Intimität zwischen uns. Selbst wenn er Veränderung auch fordert. Und ist auch klar, Gott, wenn Gott redet, widerspricht er nie seinem Wort. Und wenn wir in die Bibel reingucken, da gibt es ja so wunderbare Worte, reden Jesus, ich verurteile dich auch nicht, aber jetzt geh hinfort und sündige nicht mehr beispielsweise. Und da hören wir genau auch dieses Motiv. Anders ist es beim Teufel und seinen Kumpanen. Ganz anderer Charakter, völlig anders. Seine Stimme spricht Tod, bringt Schuld, Anklage, Scham, sie ist kalt und herzlos. Was ist das Motiv? Er kommt, gleiches Kapitel, Johannes 12, um zu stehlen, kaputt zu machen, zu töten, zerstören. Und was macht er mit dem Wort Gottes? Das ist ja der Vater der Lüge. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Meinst du wirklich, dass es so ist? So hauchdünn an der Wahrheit vorbei und trotzdem völlig daneben. Und das einfach wahrzunehmen. Wisst ihr, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der kam auf mich zu und da, die Person hat mich gefragt, was muss ich getan haben, damit Gott mich so straft? Und ich dachte, wow, was für eine Lüge will hier in ihr Leben kommen? Was für eine Stimme wird hier laut? Ist nicht die Stimme Gottes. Ist nicht die Stimme Gottes. Und dann noch unsere eigene Stimme. Oh, das ist, über die können wir auch reden, gell? Wir sind nicht so unparteiisch, wenn wir Dinge hören oder Dinge erleben, wie wir denken. Sind wir nicht. Wenn wir betroffen sind, unsere Interessen betroffen sind, dann nicht unparteiisch. Deshalb finden wir im Wort Gottes tatsächlich, hey, vielleicht verleugnen wir uns selber, vielleicht muss hier etwas sterben. Großes Thema. Und wenn wir Dinge hören und wahrnehmen, dann sollten wir auch unserer eigenen Stimme gegenüber etwa eine gesunde Skepsis haben. Und so mal hinterfragen, stimmt das, was ich hier höre, eigentlich mit Jesus und seinem Wort überein? Und ihr seht es hier, selbst so dezent egoistisch, selbstzentriert, selbstdienend und Stolz kann sich da schön einschleichen in dieser Stimme. Und was ist das Motiv? Persönliche Bereicherung und Selbstdarstellung. Und auch, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wo werden wir denn selektiv? Reißen Verse aus ihrem Zusammenhang, damit sie uns irgendwie dienen. Ja, das einfach mal wahrzunehmen, gell? Also wenn zu dir einer zukommt und sagt, Gott hat mir gesagt, wir sollen heiraten. Glaubt ihr, das gab's noch nie? Ja. Andere Geschichte. Aber lasst uns lernen, einfach die Geschichte Gottes, die Stimme Gottes zu hören. Und immer wieder Jesus zu fragen, Jesus, was möchtest du mir sagen? Und wisst ihr, was so cool ist? Wir sind in einer Gemeinschaft und können Gott miteinander hören. Und das hilft uns auch, die Stimmen zu erkennen. So. Kennen, hören. Da war noch was Drittes, gell? Folgen. Weil Jesus redet nicht, um dich zu beraten. Jesus redet, damit du ihm folgst. Und ich finde es so spannend, wie wir auch in der Bibel lesen, wie so diese lebensspendenden Worte wichtig auch sind für uns. Ein kurzes Beispiel, nämlich Paulus wusste auch, wie wichtig es ist, das Reden Gottes für sich auch wahrzunehmen, für die Berufung wahrzunehmen, die wir als Hoffnungsträger haben. Und deshalb schreibt er auch an den Timotheus, und das ganz kurz will ich es noch sagen, und er sagt er seinem Ziehsohn zu, so sieht also der Auftrag aus. Er spricht es ihm so, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraut habe. Timotheus, mein lieber Sohn. Und jetzt hör zu, er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden.
Gott redete in das Leben vom Timotheus hinein. Paulus erinnert ihn daran und sagt, das, was dein Auftrag ist als Hoffnungsträger in dieser Welt, das ist mit diesem Reden verbunden. Und dann sagt er, und jetzt ist eins wichtig, diese Zusagen, die sollen dich stärken. Aus denen heraus sollst du leben. Und es ist so wichtig, dass wir auch die Worte Jesus oder die Worte Gottes hier hören, auch bezüglich auf unsere Berufung, Hoffnungsträger zu sein. Und Paulus wusste, von was er spricht. Der hat das Gleiche erlebt. Und wenn du im Gefängnis sitzt für Jesus und wenn du Schiffbruch erleidest und wenn du gerade den Leuten in die Augen guckst, die dich steinigen wollten, wie das Paulus erlebt hast, und du dann weißt, Zusage Gottes, dann stärkt dich das. Und vielleicht auch ein guter Punkt, immer mal wieder heraus oder nachzuspüren, was hat denn Gott in mein Leben hineingesprochen in Bezug auf meine Berufung als Hoffnungsträger und Stärkung zu erleben aus diesen Zusagen. Und neben diesen lebensspendenden Worten für uns ist es ja auch spannend, dass Jesus immer mal wieder uns auch konkret herausfordert, etwas zu tun. Und da fallen uns auch ein paar Sachen ein. Ich finde natürlich die Stelle von Petrus auf dem Wasser, finde ich ganz cool, oder? Ich meine, vielleicht kennt ihr diese Geschichte oder viele von euch kennen sie, den Sturm. Jesus kommt auf dem Wasser über den See Genezareth gelaufen, seine Jünger sind im Boot, es sind hohe Wellen, es ist Sturm. Sie denken, er ist ein Geist und nachdem sie erschrocken sind und aber wahrgenommen haben, ist doch kein Geist, sondern Jesus, sagt Petrus zu Jesus, hey Jesus, das ist ja cool, was du da machst. Wenn du es bist, dann ruf mich doch. Und Jesus spricht nur, komm. Und er hat es tatsächlich ernst gemeint, Jesus. Das war nicht irgendwie, nee, komm. Und wisst ihr was? Petrus hat es gemacht. Und dann diese Stimmen, ja, plötzlich geht er unter und dann sagt Jesus, du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Warum hast du dich wie die Wellen hin und her werfen lassen? Hast du meiner Stimme nicht vertraut? Aber das dürfen wir, dieser Stimme vertrauen. Und manchmal bringt die uns raus aus unserer Komfortzone. Hey Hananias, der in Damaskus gelebt hat, der hat Gott in einer Vision gesehen. Und dann hörte, wie Gott zu ihm redet. Hey Hananias, da ist ein guter Freund ist in der Stadt angekommen. Der ist gekommen, um dich zu töten. Aber kannst du bitte die Straße runtergehen? Der wartet nämlich auf dich. Ich habe dich schon angekündigt. Kannst du ihm bitte die Hände auflegen? Und dann fängt Hananias an, mit Gott zu reden. Was? Wirklich? Soll ich das tun? Und er macht es aber. Er ist gehorsam. Warum? Weil er wusste, wer mit ihm spricht. Und wir dürfen auch wissen, wenn Gott mit uns redet, Gott manchmal uns auch herausfordert, gewisse Dinge zu tun, dann dürfen wir wissen, wer es ist, der uns ruft. Nämlich einer, der es gut meint, der uns kennt und der uns ermutigt, über unsere Komfortzone hinauszugehen, weil er uns befähigt, über uns hinauszuleben, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Wow, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Was für ein wunderbares Wort. Ich habe Fragen für euch noch mitgebracht, um die Predigt nochmal zusammenzufassen. Und die erste Frage ist, hast du Sehnsucht, Gott besser zu kennen? Hast du Sehnsucht, Gott besser zu kennen? Und möchtest du lernen, seine Stimme besser zu hören? Welche Zusage oder Zusagen hat Gott dir bezüglich deiner Aufgabe, deinem Auftrag als Hoffnungsträger gegeben? Und wo redet gerade Gott zu dir? Und fordert dich heraus, etwas zu tun.
Meine Schafe hören meine Stimme. Nimm dir doch Zeit, dass Gott jetzt in diesem Moment hineinreden darf in dein Leben. Sonntag noch dieses Bild bewegt, Jesus, das Licht der Welt, was im Gottesdienst gezeigt haben, das an der Tür steht und klopft. Und es hat uns ja erinnert an diese Stelle in der Offenbarung 3,20, wo es da heißt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und der Kontext dieser Stelle ist hier an eine Gemeinde geschrieben, Laodicea, Jesus-Nachfolger, die in der Situation waren, wo sie so einen Jesus ausgeklammert haben. Jesus klopft und er sagt, hey, lasst mich rein. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch reden. Ich möchte mit euch essen. Ich möchte das Mahl mit euch teilen. Weil während ich das Mahl mit euch teile, während ihr euch daran erinnert, was ich für euch getan habe beim Abendmahl, da habe ich mit euch Gemeinschaft. Da rede ich zu euch. Und das wollen wir jetzt noch am Ende des Gottesdienstes miteinander machen. Wir wollen uns da auch jetzt, wenn wir schon spät dran sind, trotzdem noch Zeit nehmen. Einfach erlauben, dass wir jetzt Gott begegnen. Wenn wir das Brot nehmen und den Traubensaft. Und ich möchte dich herausfordern, an diese Tische zu gehen mit Erwartung. Mit Erwartung, dass jemand da ist, der anklopft an dein Herz. Der mit dir reden möchte, der sich dir offenbaren möchte. Und da werden Menschen sein, die dir werden dir das Brot austeilen, dir das zusprechen, dir den Traubensaft geben. Genau, also lasst uns, wenn du bereit bist und es gerne möchtest, Jesus, offenbar du dich mir auch im Abendmahl. Danke, Jesus, für dein Blut, das vergossen ist, für dein Leib, der gegeben ist. Danke, dass wir Anteil haben an deinem Sieg, an deinem Leben, an deiner Befähigung. Dass all das, was du erlebt hast, dass wir das genauso erleben dürfen, dass du redest jetzt in unser Leben hinein.